Im Rahmen des Clusterprojekts Maschinenring Trainee Wirtschafts- und Agrarfachkraft bekommen Interessierte die Möglichkeit einer zweijährigen Ausbildung, um zu einer gesuchten Fachkraft zu werden. Neben umfassenden Kursmodulen steht vor allem das Sammeln von praktischen Erfahrungen im Vordergrund. Der Maschinenring Oberösterreich und 23 regionale Maschinenringe wollen damit jungen Menschen neue Perspektiven in der Landwirtschaft aufzeigen. Wir wissen, dass es viele junge Menschen gibt, die im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten wollen. Wir sehen das an den Landwirtschaftsschulen, dass es sehr viele junge Leute gibt dort, die keine Landwirtschaft mehr im Hintergrund haben, aber gerne in diesem Umfeld arbeiten möchten. Und diese Menschen wollen wir abholen und mit dieser Ausbildung zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft die Möglichkeit geben, im landwirtschaftlichen Bereich und landwirtschaftlichen Umfeld zu arbeiten. Die Ausbildung zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft dauert 2 Jahre. Die Teilnehmer beginnen in einem Dienstverhältnis bei MR Personal, also Bezahlung ab dem ersten Tag. Die Kurse sind kostenlos und es gibt während der Kurszeiten Weiterbildungsgeld. Was mir persönlich voll gefällt, ist, dass da einfach auch komplette Quereinsteiger in die Ausbildung mit einsteigen können und einfach das komplette Programm dabei ist. Man kann auch gleich mal so irgendwo was machen oder auch einfach grundlegende Dinge und Allgemeinwissen wird gefördert. Und das ist, sage ich, meines Erachtens sehr wichtig, da man sich einfach auch ein wenig so im Leben durchsetzen kann. Die Wirtschafts- und Agrarfachkraft ist ja auf meinem Betrieb in erster Linie für die Betreuung meiner Tiere zuständig. Also zuerst für die Kühe, dann für die Kälber und Jungrinder und ist auch zuständig für das Herdenmanagement, das einfach, glaube ich, in den Grundzügen kennen muss. Ich habe ursprünglich eine Lehre zur Karosseriebautechniker gemacht, wollte aber dann ein umfangreicheres Arbeitsfeld haben und bin so zum Maschinenring gekommen und habe da die Ausbildung zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft gemacht. Mein Hauptaufgabenfeld ist im Agrarischen, wo ich Betriebshilfe mache und auch in der Forstwirtschaft unterwegs bin. Und im Personalleasing, wo ich eigentlich vom Zimmer bis zur Schlosserei alles abdecke. Und ich kann nur an jeden empfehlen, der ein breites Arbeitsfeld will, dass er sich beim Maschinenring zur Wirtschafts- und Agrarfachkraft bewirbt.